Man könnte es weinen anfangen, wenn man das sieht. Das sind alles meine Nachbarn und Bekannte, gell? Über Jahre, gell? Und vor allen Dingen die Erwartung, was jetzt kommt. Seit dem Dammbruch am Dienstag steht Stefan Bielitzers Existenz unter Wasser. Er besitzt ein Bürohaus und eine Lagerhalle im überfluteten Teil von Deggendorf. 7,60 Meter steht die Donau in der niederbayerischen Stadt hoch. Keine Straßen mehr, nur noch braune Brühe. Nicht leicht, sich zurechtzufinden. Wie läuft hier? Da läuft's raus. Ja, wo das Schild ist. Da läuft's rein. Und das sind ja die Straßenlampen, siehst du das? Das ist ein Wahnsinn da. Das ist meine Firma davon. Die große Halle? Oder die gelbe? Die flachere davor. Die flachere, ja. Rein darf Stefan Bielitzer aber nicht. Zu gefährlich, sagt die Wasserwacht. Das ist die Halle. Aber Stefan Bielitzer will wenigstens sehen, wie schlimm es um seine Firma steht. Hast du Schlüssel da? Ja. Schau mal. Wenn du an der Ecke kämst. Das Gemeinste war das, dass man nicht ran konnte hier. Und die Ungewissheit, wie sieht's aus? Und jetzt weiß ich es wenigstens. Und dann merkt man eigentlich, wie hilflos das man ist bei der ganzen Geschichte. Ja. Jetzt kann er den Schaden nur noch dokumentieren. Vermutlich sind es rund 50.000 Euro. Ziemlich sicher ist, die Versicherung übernimmt davon nichts. Wer in einem eingedeichten Gebiet wohnt und arbeitet, tut dies meist auf eigenes Risiko. Kredit. Und viele Jahre lang abzahlen. Wie Stefan Bielitzer sind viele Deggendorfer an diesem Tag mit der Wasserwacht unterwegs, um zu schauen, was von ihrem Hab und Gut noch übrig ist. Wir haben vorhin da vorbei, ja. Der Wasserpegel ist zwar schon gesunken, aber nach wie vor gilt Katastrophenalarm. Stefan Bielitzer bleibt erstmal nichts anderes übrig, als zu warten.